Hallo, in diesem Video sehen wir uns an, wie wir die Schweiz und Deutschland bzw. die Nationalität Schweizer und Deutscher verwenden. Zuerst die Sätze. Er ist ... Sie ist ... Sie kommen aus ... und sprechen ... Er ist ... Sie ist ... Sie kommen aus ... und sprechen. Beginnen wir mit der Schweiz. Er ist Schweizer. Sie ist Schweizerin. Sie kommen aus der Schweiz und sprechen Deutsch. Er ist Schweizer, sie ist Schweizerin, sie kommen aus der Schweiz und sprechen Deutsch. Und jetzt zu Deutschland. Er ist Deutscher, sie ist Deutsche. Sie kommen aus Deutschland und sprechen Deutsch. Und jetzt noch einmal. Er ist Schweizer, sie ist Schweizerin, sie kommen aus der Schweiz und sie sprechen Deutsch. Er ist Deutscher, sie ist Deutsche, sie kommen aus Deutschland und sprechen Deutsch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns zwei Nationalitäten bzw. zwei Länder an. Polen, die Einwohner gehören zur N-Deklination und Italien, die Einwohner gehören nicht zur N-Deklination. Zuerst die Sätze. Er ist ... Sie ist ... Sie kommen aus ... und sprechen ... Er ist ... Sie ist ... Sie kommen aus ... und sprechen ... Setzen wir ein. Er ist Pole. Sie ist Polin. Sie kommen aus Polen. Und sie sprechen Polnisch. Er ist Italiener. Sie ist Italienerin. Sie kommen aus Italien und sprechen Italienisch. Er ist Pole, sie ist Polin, sie kommen aus Polen und sprechen Polnisch. Er ist Italiener, sie ist Italienerin, sie kommen aus Italien und sie sprechen Italienisch.
Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns zwei Länder und zwei Nationalitäten an. Zuerst die Türkei, das ist ein feminines Land, und dann die USA, das ist ein Land, das im Plural steht. Zuerst die Sätze. Er ist, Punkt, Punkt, Punkt. Sie ist, Punkt, Punkt, Punkt. Sie kommen aus, Punkt, 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 und sprechen, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, er ist, Punkt, 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 sie ist, Punkt, 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 sie kommen aus, Punkt, 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 und sprechen, Punkt, Punkt, Punkt. Setzen wir ein. Er ist Türke. Sie ist Türkin. Sie kommen aus der Türkei und sprechen Türkisch. Er ist US-Amerikaner oder einfach nur Amerikaner. Sie ist Amerikanerin. Sie kommen aus den USA. Hier könnte man auch sagen aus Amerika. Und sprechen Englisch. Und jetzt noch einmal. Er ist Türke. Sie ist Türkin. Sie kommen aus der Türkei und sprechen Türkisch. Er ist Amerikaner. Sie ist Amerikanerin. Sie kommen aus den USA und sprechen Englisch. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Und jetzt die Wiederholung.